Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier beim Clothing Shop Simulator. So, ihr werdet euch wahrscheinlich wundern, was ist jetzt hier passiert, wo sind all die Pflanzen, die Puppen und so weiter. Tja, vielen herzlichen Dank, muss ich sagen, für den Hinweis bezüglich eines Neustarts von dem Spiel. Das Problem war nämlich, dass ich ja die Shirts nicht designen konnte. Und das hat sich damit aufgehoben, indem ich das Spiel neu angefangen habe. Und das zweite war mit dem Lager. Ich habe es leider noch nicht freigeschalten. Wenn man das Lager aktiviert, wenn man neu gestartet hat, dann hat man ein Regal und auch drei von diesen Boxen hier drin. Also, das hatte ich nicht. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, ich starte einfach das Spiel neu. Habe das jetzt halt in den letzten 3 Stunden ungefähr jetzt einfach mal wirklich durchgeballert, so schnell wie möglich, einfach nur die Aufsteller hin, einfach nur die Klamotten hingestellt und fertig. Also ihr seht, ich habe keinerlei Deko oder sonst was gekauft. Ich habe auch die Wände noch nicht ausgebaut. Da habe ich mir gedacht, das mache ich alles mit euch. Deswegen habe ich auch knappe 15.000 auf dem Konto. Und wir sind im Grunde vom Zeitlichen her genau an der gleichen Stelle, wie wir es vorher waren. Also Stufe 15, wir haben die Kassiererin eingestellt und im Grunde ist die Stufe genauso hoch wie im letzten Part. So, was allerdings jetzt halt neu ist, zum einen, naja gut, meine Rechnungen wieder bezahlen. Und zwar Großhändler. Ich habe auch schon rumprobiert, ist das Problem. Und zwar kann man ja hier ein eigenes Shirt designen, was ich auch schon gemacht habe. Also ich habe jetzt hier im Grunde ein Bobas-Shirt gemacht. Und Frontseite, Rückseite, Game Over. Also es ist wunderschön, wie sich das hier designen lässt. Und das machen wir auch noch gemeinsam nochmal. Und nur, dass ihr das jetzt halt schon mal gesehen habt. Man muss es nämlich reinladen. Was das Gute ist, dass man diesen, wenn man das einmal hochgeladen hat, ein Logo zum Beispiel, dann hat man das. Also dann kann man das auch einfach wieder anklicken und man muss nicht nochmal sich durch den ganzen Ordner arbeiten, finde ich ganz gut. Wir können sogar noch 2 weitere Designs einstellen, machen wir aber dann später, würde ich sagen. Eingekauft habe ich alles. Möbel müssen wir uns jetzt dann nochmal gemeinsam angucken, weil wir werden ja auf jeden Fall den Laden ausbauen und werden das Ganze dann direkt vom Anfang an weg, also jetzt ganz anders gestalten. Deswegen habe ich jetzt auch nicht großartig irgendwas gemacht. Genau, hier waren wir das letzte Mal stehen geblieben. Wir hatten ja dann noch die Möbel gekauft für die Schuhe. Das sollten wir eigentlich auch noch gleich machen. Warte mal, wir brauchen auf jeden Fall 4 Kartons. Das darf ich jetzt nicht vergessen. 4 Kartons. Wir brauchen die Schuhshelves. Das sind ja 4 Stück, ne? Genau, es sind 4-mal Schuhe. Und ansonsten lasse ich das jetzt erstmal. Das heißt also, ich bestelle jetzt mal das Zeug hier. Und dann gehen wir einmal auf unseren Filialleiter und bauen den Shop-Bereich aus. Und zwar hatten wir die Stufe 4, ne? Jawohl, und damit haben wir nämlich dann den Store jetzt halt ausgebaut, soweit wie er beim letzten Mal war. Jetzt muss ich nur noch mal gucken. Der nächste Ausbau ist ab Stufe 19, der dann 6.000 kostet. Ist natürlich heftig. Es kommen noch weitere Ausbauten, Ausbauten, Ausbauten. Also das ist Wahnsinn, wie weit man im Grunde dieses Teil hier ausbauen kann, bis zum Bereich 32. Wenn ich mir dann anschaue, was wir an Klamotten haben, dann frage ich mich, was ich da alles reinstellen soll in diesen großen Bereich. Also das ist Wahnsinn. So, Einkaufstasche, da habe ich noch nicht geguckt. Ah, das ist, okay. Da kann man dann auch sein eigenes Design erstellen. Dann gucken wir doch mal, dann machen wir halt das mal hier. Es gibt Aufkleber. Also ganz viele unterschiedlichste Aufkleber gibt es hier. Mal gucken, was wir machen. Warte mal, das Crazy hatte ich auf dem Shirt. Machen wir doch mal ein Crazy hier mit drauf. Eins von dem hier. Aha, das ist dann spiegelverkehrt, alles klar.
Keine Ahnung warum. Naja, gut, ist dafür nicht ausgelegt. Ist egal. Man hat Buchstaben, also man kann selber nochmal hier mit einzelnen Buchstaben arbeiten, die man dann hier draufbringt. Die kann man natürlich dann auch von der Größe her verändern. Auch Zahlen und so weiter. Man kann aber auch schreiben. Also man kann jetzt halt hier auch einen Text erstellen und dann kann man das hier auch machen. Das Schöne ist, man kann den auch in der Farbe verändern. Und dann kann man natürlich auch mit einem Pinsel hier ein bisschen rummalen. So, dieses Design würde mich jetzt halt $500 kosten. Jetzt ist nur die Frage, ob ich nicht lieber die Tasche hier nehme. Und vielleicht in Weiß. Ah, okay, das muss ich dann zurücksetzen. Okay, eine weiße Tasche. Eine schwarze Tasche. Keine Ahnung. Dann machen wir das halt nochmal. So, der Bobert's Shop. Schauen wir mal, ob das auf der anderen Seite auch ist. Ja, verzogen. Deswegen mache ich das jetzt halt hier auch nochmal drauf. Weil dann. Oh. Okay, das ist natürlich blöd, weil es eben die unterschiedlichen Layer dann übereinander legt. Das ist natürlich ganz blöd. Aber gut, was soll's, ne? Was soll's? Aufkleber. Clothing Store. Mache ich da noch irgendwas? Mache ich das jetzt nochmal drauf? Wenn ich das jetzt hier hin mache, dann habe ich es auf der anderen Seite nicht. Was ist, wenn ich es hier hin mache? Ach so, das könnte natürlich jetzt sein, weil es eine PNG-Datei ist und keine JPEG-Datei. Vielleicht ist das das Problem. Aber ich ändere das jetzt nicht, ganz ehrlich. Das ist jetzt egal. Wir kaufen das jetzt. So, damit haben wir jetzt unsere eigene Tasche. Zahlungen haben wir. Mitarbeiter haben wir. Kann man da eigentlich dann später noch andere einstellen? Also, weil wenn ich irgendwann eine zweite Kasse oder sowas aufstellen will, wäre es, glaube ich, schon gut, ne? Ah, okay. Also man kann auf jeden Fall dann auch anscheinend einen männlichen, Char haben als Moment, da gehen wir auf speziell. Allerdings machen wir hier das ein bisschen kleiner. Das ist ja quasi dann so ein Sticker, den man hier drauf hat. So, als Mitarbeiter gekennzeichnet. Hinten vielleicht noch mal drauf. Nur schauen, ob ich das in die Mitte ungefähr bekomme. Ich meine, dass sie jetzt lange Haare hat, ist halt so. So, dann als Mitarbeiter erkannt. Wunderbar. Kaufmann. So, raus. Yay, sie läuft mit meinem T-Shirt rum. Oh, jetzt habe ich das genau unter dem Namensschild. Kann ich das irgendwie erkennen? Nee, das Schild kann ich nicht erkennen. Ich glaube, wenn ich das jetzt ändere, Mitarbeiter, Arbeitsuniform, wenn ich das jetzt wenn ich das jetzt ändere, ja, dann muss ich das nochmal neu zahlen. Nee, das ist dann auch blöd. Ist egal, ich lasse das jetzt so. Passt schon. Passt schon. So, dann geht's heute an den Umbau. Also zumindest so weit, wie wir Geld haben. So, haben wir eigentlich eine neue Marke, die wir freischalten können? Ach ja, die Schuhe, stimmt ja. Die Schuhe, Schuhe, Schuhe. Bum, bum, bum. Das sind die Lagerkartons. Ich habe jetzt halt auch, man sieht es auf der linken Seite, dieses Verkaufen, das habe ich jetzt halt auf das Komma gelegt, also ganz weit weg von meinen dummen Wurstfingern, weil mir ist es nämlich tatsächlich passiert, dass ich aus Versehen auf die, ich glaube R war das, auf die Taste R gedrückt habe und dann habe ich dieses Regal, was ich da in der Hand hatte, habe ich wieder verkauft und das hat mich extrem geärgert, weil die R-Taste liegt halt genau neben dem E und tja, so schnell ist es passiert und schon hatte ich das Teil wieder verkauft und es war ein bisschen blöd. Also hat mich getriggert extrem. So, dich kann ich bis in die Scheibe reinschieben, würde ich jetzt nicht machen. Aber ich würde sagen, hier platziert ist doch ganz gut.
Vielleicht an dem ein oder anderen Fenster, dass wir das machen. Ich weiß nicht, ob wir hier vielleicht die... Okay, das ist immer dann in die Richtung, ne? Ja, dann machen wir halt hier die Schuhecke. Wir machen da einfach mal jetzt zwei solche Regale. Dann stellen wir hier noch einen... Oder warte mal, die Bänke wollte ich auch mal kaufen. Die wollte ich mal kaufen hier. Möbel. Und zwar gibt es doch da genau dieses Teil hier. Achso, das ist ja ein Regal, ne? Dieses Teil hier gibt's. Kaufen wir jetzt mal zweimal. Weil es mir egal ist. Das Geld hat mir relativ schnell wieder drin. Gucken wir mal, wie groß das drum ist. Oh, es ist putzig. Ist das putzig? Okay. Das ist putzig klein. Von daher stelle ich das eine jetzt mal hier hin und das andere dann im Grunde direkt dran. Geht das nicht? Okay. Das sieht irgendwie nicht richtig aus, ne? Ich glaube, so, wenn ich es hinstelle, schaut es ein bisschen schöner aus. Aber dann, warte mal, dann schieben wir das noch ein bisschen weiter rüber. Bis dahin. Dann packen wir da eine Pflanze noch dann dazwischen. Ich habe eh keine Ahnung, wie viele Schuhe da drauf passen. So, das wäre dann hier nochmal eins. Ich meine, wir haben jetzt ja nicht übermäßig viel Platz, aber das ist ja wurscht, ne? Der Platz kommt noch im Laufe der Zeit. So, und hier sind wir dann ungefähr... Hier würde ich sagen, dass es ungefähr vom Abstand passt. Dann kaufen wir mal eine Pflanze. Da würde ich sagen, machen wir zwei solche, die dazwischen stehen. Und dann machen wir noch eine von diesen, genau von diesen hier, die wir zwischen die zwei Sitzbänke stellen. Halt ein bisschen gestalten heute, ne? Muss ja auch mal sein. So. Dann hätten wir das schon mal dann vorbereitet. Ich habe hier schon mal was vorbereitet. Ne, das passt schon so. Das mache ich so. Ich meine, wir haben jetzt halt noch 6000. Es geht im Grunde vor allem. Ich habe ja schon alle Klamotten und so weiter, habe ich ja jetzt halt schon aufgefüllt. Danke auch für den Hinweis. Es passen 40 Stück drauf. Ich wollte halt die anderen Parts wollte ich nicht wieder löschen. Also nur, dass ihr da auch wisst, weil das war mir dann ein bisschen zu blöd. Ich habe nämlich die Parts 4, der ja vor 3-4 Tagen jetzt kam, habe ich aufgenommen und dann habe ich sofort das Schneiden angefangen und habe den hochgeladen und dann kam der halt wirklich gerade rechtzeitig. Wie mache ich das da mit den Schuhen? Kann ich da die Kartons einfach hier übereinander vielleicht platzieren? Mal testen. Ja, und dann dachte ich mir, nee, ich nehme das jetzt nicht nochmal auf alles. Das war mir dann ehrlich gesagt ein wenig zu viel, weil ich habe ja da schon Zeit investiert mit dem ganzen Machen. Das geht eigentlich. Ich meine, das schaut nicht schön aus, aber ich weiß auch nicht, wie viel Schuhe da reinpassen. Vielleicht bestellen wir mal die Schuhe. Dass wir auch immer wissen, was das Zeug kostet, ne? Zum einen, dass wir wissen, was es kostet und zum anderen, wie die dann drin sind. So, Schülein, wo seid ihr? 240 kostet so ein... Ich kaufe jetzt mal zwei Stück. Ach so, ja, und dann muss ich ja die Special muss ich ja auch noch bestellen. Das darf ich nicht vergessen.
spezielles Design hier. Das sind immer 10 Stück drin. Da kaufen wir 3 Stück. Und dann brauchen wir noch Möbel, nochmal so ein Shelf. Da würde ich allerdings jetzt halt mit dem hier anfangen. So, kaufen wir mal. Tja, das hätte ich mal anders machen sollen, ne? Warte mal, hol mal die Kartons wieder. Das ist eigentlich dann sinnvoller. Dann muss ich bloß noch einen Karton kaufen. Weil dann kann ich nämlich die da raustun, kann sie hier reintun. Und dann brauche ich nicht die ganze Zeit hin und her laufen, weil... So, dann brauchen wir nur erst einmal das Regal zuerst. Das machen wir dann jetzt halt hier als einen Trenner her. Vielleicht auch ein bisschen weg von der Wand. Keine Ahnung. Das wird schon passen, denke ich. Hoffe ich. Kann ich dich da... Na, schade. Das wäre jetzt schön gewesen, wenn ich das da reinstellen könnte. In das Regal. Ja doch, das passt schon. Ne, 15 Stück passen da rein. So, dann muss ich dich jetzt nur nochmal hochheben und nochmal umdrehen. So. Weil das wird ja genau von hier vorne... Nein. Von da vorne rausgenommen. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar. So, Schuhe. Halt, nimm den Karton wieder mit. Ich hoffe mal, dass wir die Schuhe da auch reinkriegen. Okay, man kann immer nur 4 Stück davon nehmen. Ich hoffe aber, dass trotzdem da so viele reinpassen. Wo sind die? Da. Nein, das sind die falschen. Warte mal, dann kommt ihr eben da rein. Ist ja egal. Das waren die hier. So, dann einen Karton haben wir ja noch. So. Und dann brauchen wir noch einen Karton, wo wir dann die letzten Schuhe reintun. Okay, nehmen wir die mal mit. Stellen wir jetzt einfach mal daher. Aha. Okay. Das ist natürlich... Na gut, es sind ja... Warte mal, es sind immer 4 Stück. Doch, das sind 4 Stück, ne? 1, 2, 3, 4. Ne, 3. Weil 8 Stück haben wir bestellt. Das waren 16 im Karton. Da müsste ich im Grunde schon für jeden Schuh 2 Regale machen, weil sonst bin ich ja dann nur noch am Auffüllen. Du passt da hinten nicht rein, ne? Ne, dachte ich mir schon. Das ist jetzt blöd. Das ist nicht schön. Stell den mal daher. Das wird wahrscheinlich mit allen Schuhen so sein, ne? Achso. Tja. Und nun? Da muss ich mir vielleicht was anderes überlegen. Ja, denke ich mir. Ich habe bloß gesehen, dass die Schilder nach hinten sind. Hä? Die schauen so gleich aus, die Schuhe. Gibt es da ein anderes Regal auch für Schuhe? Ich glaube, das ist das einzige Schuhregal, oder? Was es gibt. Kaschier, Fitting Room und da kommt auch nichts mehr. Das ist ja doof. Das ist nur ein einziges und das ist so mini.
Ich glaube nicht, dass das hier für Schuhe ist. Das ist eher für Klamotten. Dumm das. Tja, halt, Karton. Bestell gleich noch einen Karton. Das Schöne ist, dass ich hier halt einzeln bestellen kann. Das Zeug. Und 2 Dollar zahle ich ja immer pro Stück. Also, ich weiß, ich habe es zumindest nicht beobachtet, aber ich glaube, da hat sich nichts geändert. Gott, wenn ich da jedes Mal mit 4 Stück hin und her laufen müsste, dann würde ich narrisch werden. Ich glaube, das ist die beste Möglichkeit. Muss ich mir echt was überlegen, wie ich das mache. Im Grunde könnte ich es auch da hinten daneben stehen lassen, ne? Aber mir gefällt halt die Ecke jetzt halt irgendwie. Naja, gut. Dann stell ich die Kartons dahin. Ich muss dann halt einfach nur gucken, dass ich. Hoffentlich kriegen wir einen Mitarbeiter, der die Sachen für uns einräumt. Weil dann würde sich nämlich auch das Lager lohnen. Jetzt im Moment muss ich sagen, lohnt sich für mich das Lager nicht, weil ich die Sachen direkt am Regal brauche, um es nachzufüllen. Weil die kaufen ja wie die Blöden. Aber ist ja in jedem Schuhladen so, ne, dass die Kartons im Grunde daneben stehen oder nicht überall so. Viele haben es auf Lager. Aber ich kenne auch Schuhläden, die haben dann Kartons da stehen und obendrauf stehen dann die Schuhe, die in den Kartons sind. Und dann hast du eben die verschiedenen Größen. Also das ist auch normal. Aber ich finde die Ecke okay. Es ist nur die Frage, ob ich das jetzt noch ein bisschen rüberziehe und das ein bisschen anders gestalte. Also vielleicht dann nochmal eine Pflanze oder sowas dahin. Naja, naja. So, dann können wir nochmal Möbel. Was können wir uns denn leisten an Shelves? Mützen haben wir ja noch nicht, ne? Dann würde ich sagen, dass ich jetzt mal noch 1, 2, 3, 4. 5. Ja, 5 Stück wollte ich kaufen. Also 5 Stück von diesen Regalen noch nehmen. Irgendwo müssen wir ja anfangen, ne? Und dann machen wir hier im Grunde die Ecke mit den Männerklamotten. Das heißt also, wir räumen das Regal aus. Warum ist das immer umgekehrt? Ich gehe immer davon aus, dass es. Naja. Ich glaube, ich muss jedes Mal, wenn ich das neu platziere, muss ich es wieder einmal komplett umdrehen. So, du mal mit. Du mal da. Passt schon. Dann hätten wir die 5 drin. So, dann nächstes Regal. Vor allem, wenn du die Regale verkaufst, ne, dann kommt halt kein, wollen sie das wirklich verkaufen, sondern es wird einfach verkauft, zack, weg. Und deswegen musste ich das einfach ändern. So, das Ding hier würde ich jetzt halt erst einmal, ich weiß nicht, kann ich das. Ich kann es ja einpacken, ne? Ich muss ja das Lager nicht unbedingt haben. Weil das stört mich nicht wegen dem einen Regal und den 3 Kartons, die da drin sind, ist mir das wurscht. Jetzt weiß ich nicht, das sind, warte mal, habe ich nicht noch, da habe ich noch die Pullover. Da habe ich noch mal Hemden. Dann sollte ich vielleicht die Hosen erst am Schluss machen.
Dann machen wir jetzt erst einmal die Hemden. Jawohl. Das war richtig. So. Dann können wir das da einpacken. Einfach mal schauen. Das werde ich dann halt später dann verkaufen. Wenn ich es verkaufe. Nee. Dann schön an die Wand wieder. Muss ja nicht ganz gepresst sein an der Wand. Dann kommen diese hässlichen Dinger hier. Gut, alles drin. Warum habe ich jetzt... Hä? Ach so. Da hatte ich jetzt irgendwie eins zu viel in der Hand noch. Aber ist egal. So, packen. Drauflegen. Mich stört es nicht, wenn das da liegt. So, ach, da haben wir ja auch noch ein Hemd. Das habe ich irgendwie übersehen jetzt. Nein. F. Habe ich jetzt irgendwas Falsches mit eingepackt? Nee. Ich habe jetzt gedacht, ich habe eine Hose mit erwischt. Einmal packen. So, das passt dann auch noch da drauf. Oder warum? Das stellen wir jetzt daneben. So. Wunderbar. Und dann wäre jetzt noch die Hose. Und ansonsten haben wir hier nur Damensachen. Okay, dann, ja, dann passt schon. Dann habe ich schon richtig gemacht. So, ist jetzt ein bisschen eng vielleicht da hinten an der Wand. Aber das stört mich nicht. Die Leute kommen ja trotzdem hin. So. Vor allem, ich komme hin auch zum Nachfüllen. So. Jetzt haben wir natürlich die Sache, dass wir stelle ich das bloß ein bisschen weg jetzt gerade im Moment. Ich ziehe das jetzt bloß einmal davor. Also das wird noch anders positioniert. Das machen wir allerdings dann im nächsten Part. Ich muss das jetzt bloß mal ein bisschen wegschieben, weil ich nämlich gerade überlege, wie ich das am besten unterteile. Wir haben ja die Möglichkeit, dass wir Wände auch hinstellen. Also ich meine, das war natürlich jetzt dann der Vorteil. Ne? Ich hatte jetzt keine Puppen und nichts. Also ich habe mir recht viel Geld gespart dadurch. So, dann haben wir das jetzt erst einmal so. Und dann kann ich das immer noch ein bisschen ändern. Weil ich möchte ja noch Schaufensterpuppen und so weiter hinstellen, denen ich dann natürlich die entsprechenden Klamotten anziehe. Also... Naja, gut, wir haben nur eine einzige Hose für die Männer. Also eine Hose und dann vielleicht vor jedes Regal ein Püppchen. Kann ich euch wirklich nicht da drauf stellen? Das ist echt schade, ne? Ich würde das gerne da ins Regal stellen. So. Vor jedes Regal ein Püppchen, wo dann immer... ein Shirt angezogen ist, inklusive dann der Hose. Bei der Hose ist natürlich blöd, weil der kriegt dann nur die Hose. Und eins von meinen Shirts. Das ist, ja, so mache ich das.
Na gut, dann soll es jetzt für heute gewesen sein. Ich hoffe wirklich sehr, dass es euch gefallen hat. Lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare. Nicht vergessen, Abo dazulassen, dass ihr keinen Part mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.